Fühlst du dich von den Sternen, von der Galaxie, vom Universum so sehr angezogen? Und hast du vielleicht so eine Sehnsucht zu entdecken, wo die Lichtwesen sind, die du schon kennst, deine Sternenfamilie? All das kannst du heute herausfinden, denn ich habe 7 Symbole für dich, die sind energetisch aufgeladen mit verschiedenen Sternenenergien. Und über diese Symbole wirst du spüren, wo die Wesen sich befinden, zu denen du einen besonderen Kontakt hast. Also es ist sehr wichtig, dass du heute dabei bist und eine Beziehung herstellen oder vertiefen kannst. Und wir werden jetzt gleich beginnen. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nerianer Kardinal und ich bin das Hauptmedium der Smarana-Gruppe. Wir sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit unseren Partnern vertreten und wir sind eins der größten Online-Portale für spirituelle Weiterentwicklung im Webinarbereich in der Bewusstseinserweiterung. Und wenn du gerne immer die neuesten Nachrichten der geistigen Welt erhalten möchtest, darfst du meinen Kanal abonnieren. Und ich danke dir jetzt schon sehr dafür. Und vielleicht geht es dir so wie mir. Ich stand schon als kleines Mädchen am Abend am Fenster und habe den Himmel, das Universum so betrachtet und so eine tiefe Sehnsucht in mir gefühlt. Und ich wollte es gar nicht fassen, dass ich auf der Erde bin und die Sterne sind alle so weit weg. Und diese große Anziehungskraft, die hat mich sehr, sehr tief berührt. Und mein Wunsch war es immer, Kontakte herzustellen, mich mit diesen wundervollen, lichten Wesen zu verbinden und vielleicht auch zu erfahren, auf welchen Planeten ich geschult wurde, welche Sternenwesen ich schon kenne. All das hat mich dazu gebracht, heute für euch dieses Video zu erstellen. Und zwar habe ich 7 Symbole für euch und diese Symbole werden euch den Weg weisen zu verschiedenen Galaxien, Sternensystemen, Planeten, Sternen. Ihr werdet es fühlen in eurem Herzen. Ihr könnt diese 7 Symbole jetzt gleich mal in Ruhe betrachten und euch eins aussuchen oder das nehmen, am besten das nehmen, was euch so sehr anzieht, wo ihr im Innersten eures Herzens etwas spürt und denkt, oh wow, da möchte ich gerne mal gucken, was das jetzt für mich zu bedeuten hat. Ich zeige euch gleich die Symbole. Es ist ja so, dass wenn die Seele entsteht oder entstanden ist, kurz danach geht sie ja auf Reisen. Und Reisen heißt im Universum auf die Reise und sie besucht einige Sterne, einige Sternensysteme, um dort ihre Erfahrungen zu sammeln, um dort geschult zu werden. Und in der Zeit, wo wir dort sind, da besteht dann eine oder da bildet sich eine Freundschaft, eine Sternenfamilie, mit der wir ganz eng verbunden sind. Jetzt sind wir natürlich nicht nur auf einem Stern, sondern wir sind auf vielen verschiedenen. Und heute bekommst du mal eine Auswahl von 7, wo du dann einfach mal guckst, was berührt dich, was zieht dich an und wo hast du das Gefühl, dieses Symbol kommt mir so bekannt vor und ich denke, dass da irgendwas ist. Also ich habe jetzt gerade, ich denke gesagt, denkt nicht so viel dabei, sondern nehmt einfach das Symbol, was sich euch am meisten oder im ersten Moment zeigt. Und das ist dann das Richtige. Natürlich waren wir auf mehreren Planeten unterwegs, in mehreren Sternensystemen unterwegs. Und es ist ja jetzt auch nur eine kleine Auswahl. Aber dennoch kannst du über dieses eine Symbol eine ganz deutliche Beziehung kennenlernen. Und dann auch in der Meditation, die wir am Ende machen, wirst du mit Hilfe dieses Symbols ganz tief in diese Beziehung, in diese Sternenfamilie eintauchen können und dann vielleicht sogar eine eigene Botschaft erhalten, vielleicht ein Bild erhalten, ein Gefühl oder du wirst irgendwas wissen, was jetzt dir die Bestätigung gibt, dich noch näher mit diesem Sternenbild zu befassen.
Das ist für mich eine riesengroße Freude, die ich dir heute machen darf. Und vielleicht gibt es ja auch Menschen, die können sich nicht entscheiden, die nehmen zwei oder drei Symbole, das könnt ihr tun. Ich bitte euch nur dann, diese Meditation mit jedem Symbol einzeln zu machen, weil ja über das Symbol kommt ihr praktisch in die Energie des Sternenbildes hinein und dort bekommt ihr dann bestimmte Wesen, die zu euch kommen und zu euch sprechen im Idealfall. Je nachdem, wie weit ihr jetzt seid mit eurer spirituellen Ausbildung, auf eurem Weg durch das Leben, werdet ihr dementsprechend das, was zu euch passt, als Information bekommen. Manchmal sieht man vielleicht auch nur Farben oder man fühlt sich unheimlich wohl und geborgen. Ich will damit sagen, es kann eigentlich alles sein. Und für die, die unter euch sind, die schon fortgeschritten sind, und ich weiß, dass das hier auf diesem Kanal eigentlich fast alle sind, ihr werdet eine ganz intensive Botschaft, ein ganz intensives Bild oder ein ganz intensives Gefühl bekommen. Ich zeige euch jetzt mal das erste Bild. Da gehe ich jetzt mal hier auf die Seite, dass ihr mich noch seht. Ihr seht also jetzt diese sieben Symbole und jedes Symbol hat eine Zahl. Ihr könnt euch dann in der Meditation auch die Zahl einfach merken, weil es ist vielleicht jetzt ein bisschen schwierig, sich die Symbole einzuprägen. Also merkt euch die Zahl, schreibt sie euch vielleicht auf, damit ihr euch danach, nachher dran erinnern könnt. Ich lasse euch jetzt noch mal ein bisschen Zeit, denn es ist schon auch gut, dass man sich damit verbinden kann und sich eine Beziehung aufbaut. Also für mich ist das ganz intensiv zu spüren und ich weiß, dass es euch auch berühren wird. Und die Sternenwesen haben zu mir gesprochen, die haben gesagt, ich soll das mal so probieren, denn sie möchten ja auch sehr gerne mit euch wieder in Kontakt kommen und euch unterstützen. Denn wir bekommen von den Sternenwesen sehr große Unterstützung und auf diesen Planeten oder eben da, wo wir waren, da haben wir eine Sternenfamilie. Wir können auch mehrere Sternenfamilien haben. Das ist ganz klar. Also folgt jetzt einfach eurem Gefühl und wählt das aus, was euch ganz tief berührt. So, und ich glaube, ihr habt eure Wahl getroffen. So, dann mache ich jetzt das Bild weg. Ihr habt euch ja jetzt schon eure Zahl ausgesucht. Und ihr wisst, ihr habt sie auch aufgeschrieben und ihr werdet dann gleich in der Meditation eine ganz wunderbare Energie empfangen. Das war ja an unserem letzten Webinar mit Arcturus auch so herrlich, so schön, so intensiv. Und ich habe auch schon ganz schöne Rückmeldungen bekommen, wie das war, als wir diesen energetischen Finger bekamen, diesen Arcturus-Finger, mit dem wir ja alles Mögliche tun konnten. All das kann man lernen von den Sternenvölkern, von der eigenen Sternenfamilie. Und es ist eigentlich alles da. Dieses ganze Wissen, das liegt ja in uns und wir haben es zur Verfügung. Und das alles, was ich euch anbiete, diese Webinare der sieben kosmischen Schwestern, das sind Brücken, die etwas in euch aktivieren, was schon da ist, was sich dann aufbaut und immer größer wird, was euch dann noch intensiver zur Verfügung stehen wird. Das ist mein Geschenk an euch und ich bin so dankbar, dass ich das tun darf, dass ich euch dorthin führen darf. Und ihr alle hier auf unserem Kanal, ihr seid eng mit den Sternenvölkern verbunden. Das ist ganz klar für mich. Ich fühle das so sehr und ich freue mich, dass ihr da seid und dass wir das jetzt tun können. So, jetzt werde ich mich noch einsprühen. Ich habe heute mal die Plejadenenergie, einfach nur so, weil ich gerade heute intensiv mit den Plejaden verbunden bin. Ich schicke euch mal ein bisschen rüber von dieser Energie. Und ich wünsche euch jetzt gleich ganz viel Freude. Geliebte Menschen, Familie,
Geliebte Menschen der Erde, ganz herzlich lade ich euch ein, jeden einzelnen von euch an dieser Meditation teilzunehmen. Denn wir werden ein wenig über die Sternensymbole meditieren und dadurch den Zugang bekommen zu einer anderen Welt. Einer Welt, die dir vielleicht gar nicht so fremd ist, denn deine Seele, sie wird sich daran erinnern, dass du einstmals schon einmal hier warst. So begebe dich nun an einen Platz, an welchem du ungestört sein kannst. Setze oder lege dich bequem hin und schließe deine Augen. Atme ein paar Mal tief ein und aus und entspanne deinen ganzen Körper. Fühle deinen Herzschlag und erlaube dir, immer tiefer in die Entspannung zu fallen. Stelle dir vor, wie du dich bei jedem Atemzug immer mehr entspannst und weiter ausdehnst. Versuche dich so weit auszudehnen, dass dich deine Energie hinauf in den Weltraum trägt. Und es fühlt sich so an, wie wenn du fliegen würdest. Es fühlt sich so an, wie wenn du Flügel hättest und deine Seele dich trägt. Stell dir vor, wie du durch den Weltraum fliegst. Und wenn du hinunterschaust, siehst du die Erde immer kleiner werden, bis sie nur noch ein kleiner blauer Ball in der Ferne ist. Du fühlst dich sehr wohl und bist auch ein wenig neugierig, was gleich passieren wird. Auch genießt du deine Reise sehr, denn es ist schon etwas Besonderes, im Universum zu schweben oder zu fliegen. Und du freust dich so sehr auf diese wunderschöne Erfahrung, welche du gleich machen wirst. Lege nun deine Aufmerksamkeit auf das Symbol, welches du vorhin ausgewählt hast. Nenne mit deiner inneren Stimme die Zahl, welche für dieses Symbol steht. Und lass dich nun von deiner Seele führen. Deine Seele wird dich ganz genau zu diesem Stern, zu dieser Galaxie oder zu dem Planeten führen. Du fliegst nun förmlich zu diesem Planeten hin. Und du siehst, wie dieser Stern, der Planet oder die Galaxie immer größer und größer wird. Und bald bist du dort angekommen und erkennst eine große Türe vor dir. Und du weißt auf einmal ganz genau, dass dies
der Eingang zu diesem Sternenvolk ist, zu dem du dazugehörst. Du bist auf einmal sehr aufgeregt und neugierig, was dich auf der anderen Seite dieser Türe erwartet. Dann atmest du tief ein und gehst durch diese Türe hindurch. Sobald du eintrittst, spürst du eine Welle der Wärme, die dich umgibt. Du schaust dich um und siehst, dass du dich in einem wunderschönen Garten befindest. Einem kosmischen Garten des Sternenvolkes, deiner Sternenfamilie. Die kosmischen Blumen sind so bunt und duftend und die Vögel singen so süße Melodien. Von irgendwoher in der Nähe hörst du Lachen und es klingt wie die schönste Musik der Welt. Du folgst verzaubert dem Klang und kommst zu einer Lichtung, auf der du eine Gruppe von lichten Wesen siehst. Sie sind alle wunderschön und sehen sehr glücklich aus. Sie nehmen dich mit offenen Armen auf und du hast sofort das Gefühl, dass du da dazugehörst. So verbringst du einige Zeit mit diesen wunderbaren lichten Wesen. Und es ist der größte Spaß, den du je hattest. Ihr lacht, tanzt, singt und spielt zusammen Spiele. Du fühlst dich so glücklich und lebendig. Und du weißt, dass du dazugehörst. Genieße jetzt diese Zeit und vielleicht bekommst du ja eine Botschaft von den lichten Wesen. Oder sie zeigen dir Bilder oder Farben. Völlig egal, was es ist für dich bestimmt. So lass dir nun ein wenig Zeit und genieße diesen wundervollen Kontakt. Nach einer Weile fühlst du, dass es an der Zeit ist, zur Erde zurückzukehren. Aber du weißt, dass du immer einen besonderen Platz in deinem Herzen für dieses Sternenvolk haben wirst. So wirfst du einen letzten Blick in den wunderschönen Garten
und verabschiedest dich von deinen Freunden, von deiner Sternenfamilie. Dann fliegst du zurück zur Erde und kehrst in deinen Körper zurück. Bedanke dich bei deiner Seele für die gute Führung und auch bei den lichten Wesen, für den liebevollen Kontakt und für alles, was sie dir gezeigt haben. Atme ein paar Mal tief durch und öffne langsam deine Augen. Und komme in deiner eigenen Geschwindigkeit wieder in das Hier und Jetzt zurück. Bewege Hände und Füße und sei gleich wieder ganz hier. Ich selbst, ich danke auch den lichten Wesen, die mich begleitet haben. Es war so wunderschön. Und ich bin gespannt, wo ihr wart. Ich bin so gespannt, denn jetzt werde ich es auch auflösen. Und zwar werde ich euch das andere Bild zeigen, ihr Lieben. So, jetzt muss ich bloß meine Maus brav sein. Jetzt werden wir es gleich sehen. So, jetzt seht ihr, was zu welchem Sternenbild die einzelnen Symbole gehören. Also das erste ist Orion, Sirius, Andromeda, Arcturus, Lyra, Procyon und die Plejaden. Und ich bin echt total gespannt, wie es euch ging. Und wie gesagt, ihr könnt auch, wenn ihr möchtet, öfters mit diesen Symbolen meditieren, denn ihr werdet einen engen Kontakt knüpfen können mit euren Sternenwesen, mit euren Freunden und eurer Sternenfamilie. Und es ist ganz wichtig, was sie euch zu sagen oder zu zeigen haben, denn dadurch entsteht für die Seele wieder eine Erinnerung an das, was ihr früher schon mal erlebt habt, und das Wissen werdet ihr bekommen, was ihr damals hattet. Es wird sich also da eine ganz große Welt für euch öffnen. Ich schalte schon wieder mal zurück, damit ihr mich wieder ganz seht, ihr Lieben. Also ihr seht, also für mich ist es diese Reise so, so schön, und ich freue mich, dass ich es euch schenken durfte. Es sind jetzt aus dem ganzen Universum nur 7 Symbole gewesen. Und wenn es euch gefallen hat, schreibt mir es unten rein. Ich werde auch gerne zu einem späteren Zeitpunkt nochmal so ein ähnliches Video machen mit anderen Symbolen. Und wer möchte, kann sich auch diese Symbole herunterladen. Ich mache euch den Link unten unter das Video, und dort stehen auch die Informationen über die ganzen Sternenschulen, die wir schon anbieten. Ja, und wenn dir das alles gefallen hat, was wir heute gemacht haben, dann darfst du gerne meinen Kanal abonnieren, und ich danke dir jetzt schon dafür. Ich wünsche dir eine wunderbare, liebe, schöne Zeit. Wir sehen uns zum nächsten Video. Tschüss!